Nicht alle wissen unbedingt, was da jetzt die Leute anhaben und was da für ein Hintergrund steckt. Und deswegen bin ich ja da. So. Also Kimonos, also, kann man es lesen? Okay, dann habe ich die Forderung gefragt. Besser? Warum kommen wir jetzt so nicht mehr das Problem? Kann man das so auf jeden Fall? Nein, das geht nicht mehr. Da müsste ich das ganze Ding mal wieder an. Okay. Jetzt besser? Oder soll ich es noch kleiner machen? Weil das Bild wird dadurch auch kleiner, wenn ich es... Das passt schon, oder? Ja. Ich glaube, das ist wirklich besser nicht. Ja, okay. Gut, also was wir unter Kimono verstehen, ist dieses Ding, was man an der Ecke sehen kann. Ein Japaner versteht aber unter dem Wort Kimono was völlig anderes. Für ihn ist das Wort Kimono bezeichnet für ihn japanische Kleidung im Allgemeinen, im Gegensatz zu der westlichen Kleidung, die wir alle haben, das hoffe ich. Und das Kimono setzt sich zusammen aus Kiru, Anziehen und Mono, Ding. Mono kommt ganz, ganz oft vor. Das kommt bei Essenssachen, ist auch dieses Ding drin, also ist ein ganz normales, also ein alltägliches Wort. Komm noch rein. Ja, komm, natürlich, komm. Ja, setzt euch schnell hin. So, und im Westen meinen wir damit Kosode, was das genau ist, und nachher noch später. Wie es aber aussieht, das sieht man jetzt schon. Also Japaner, wenn man jetzt Kimono meint, was wir darunter verstehen, dann sollte man versuchen, schon vorher zu beschreiben, was man meint. Weil für einen Japaner ist auch das ein Kimono und auch das ist ein Kimono für einen Japaner. Also da macht er eigentlich, es sei denn, er hatte sehr viel Kontakt mit Westlern, dann ist es etwas anders. So, Yukata, da sollte jetzt eigentlich eine gewisse Ameise hier in den Raum kommen. Ich mache aber nicht. Neues. Nein, wir kommen nachher. Wir kriegen nachher noch eine Live-Demonstration von einem Yukata. Da gibt es Unterschiede. Also erstmal, ich gebe dieses Ding hier rum. Dann könnt ihr selber mal anfassen, was der Unterschied zwischen Kimono und Yukata bedeutet. Das hat bestimmt jeder, also hier sind ein paar Leute, von denen ich weiß, dass sie schon in Japan waren. Das gibt es in den Ryokans. Anfassen, bekrabbeln, angucken, durchgehen. Ja, also ist auf jeden Fall ungefüttert. Im Gegensatz zu dem hier. Das hat Futter mit drin. Ja, gut, ich kann es ja mal schnell zeigen. Für diejenigen, die auch nicht wissen, was das Wort Futter bedeutet. Das ist ein zweiter Beleg innen drin. Und das bei Kimonos muss das sein, weil die sonst die Form verlieren. Und Yukata sind halt im Allgemeinen, werden die im Sommer getragen. Und im Sommer sind mehrere Kleiderschichten tödlich. Weil je mehr Kleidung man hat, desto mehr wird es warm. Und das ist auch der zweite Vorteil vom Yukata, der ist aus Baumwolle. Vorzüge von Baumwolle dürftet ihr aus eurer westlichen Kleidung kennen. Nimmt Schweiß auf, atmet, ist leicht, fühlt sich gut an. Der Yukata hat immer kurze Ärmel. Das ist schon super so prägnant, wenn man auf einem Bild Leute mit ziemlich kurzen Ärmeln rennen sieht, dann ist gerade bei Anime und Manga die Chance recht hoch, dass es sich um einen Yukata handelt. Ja, die sind sehr, sehr bunt. Also es gibt, wie gesagt, zwei Typen, aber wenn es um den einen Typen sich handelt, wie man es auch hier sehen kann, ist es wirklich knallbunt. Farben, Muster, alles Mögliche. Es soll fröhlich sein. Bei Yukata werden hauptsächlich im Sommer getragen, wenn es halt, also in Japan der Sommer ist, ungefähr ja, fast 40 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von fast 100%. Hier im Raum befindet sich jemand, der hat den Sommer in Japan schon mal erlebt. Und er kann sicherlich aus eigener Erfahrung bestätigen, Sommer in Japan. Martin? Nee, ich war im Frühling mit dem Herbst. Ach, warst du nicht mit 99? Ja, warst du mit 99, das war im Herbst. Da wart ihr doch aber im September. Ende September, ja. Ende September hattet ihr noch fast 30 Grad. Ja, genau. Also bei uns im September haben wir keine 30 Grad mehr.
Und deswegen ist September 2003 hat es 35 Grad in Tokio gehabt. Ja, nochmal, September 35 Grad. Also Japan Sommer ist die schlimmste Reisezeit überhaupt, weil erstmal durch die Regenzeit ist es wirklich, die Luft ist eklig, die klebt richtig. Das ist deswegen Baumwolle, leicht und luftig und es kommt in sehr, sehr vielen Anime kommt das vor, unter anderem in Lafina und in Sailor Moon, ach ganz, ganz viele. Wenn die auf Sommerfesten sind, dann haben die immer einen Kater. Da gibt es sogar bei Rock'n'Roll Kids eine Folge, wo die Hauptperson sich versucht, einen Yukata auszusuchen und der ist aber leider eingelaufen und deswegen entscheidet sich doch für westliche Kleidung. Und noch einen weiteren entscheidenden Vorteil für alle, die mal in japanische Kleidung reinschnuppern wollen, aber sich jetzt nicht gleich einen teuren Kimono kaufen. Man kann das sich bezahlen. Also als ich in Japan war, vor 4 Jahren mittlerweile, ich konnte mir einen Kimono, einen Yukata in dieser Art und Weise, achso, können wir das zu dem Punkt gehen? Auch kaufen, weil die sind ja so 30 Euro ungefähr, geht das los. Das kann man schon wirklich, also selbst als Student kann man das aufbringen. So, das ist jetzt der Unterschied zwischen den Yukata, das linke, das ist ein sogenannter Bade-Yukata, Yu ist heißes Wasser, das sagt eigentlich schon der Name vom Yukata. Das hier ist ein Bade-Yukata, ist einfarbig, schlicht, gibt es natürlich auch in anderen Farben, der ist steifer etwas, und unauffälliger. Und der wird also hauptsächlich, wenn man aus dem Bad rauskommt, in den japanischen Herbergen wird er getragen. Und ja, also so eher informell. Ne? Und jetzt die rechts daneben, das ist dann schon eher, wenn man auf Feste geht. Das ist dann, also erstmal die Farbe ist natürlich anders. Es passiert auch im Sommer, das ist nämlich die dritte Art vom Yukata, das ist richtig dünne Baumwolle, die wirklich halb durchsichtig ist. Das hatten wir vor ein paar Jahren auch schon mal auf dem Marathon. Ein Mädchen hatte das dabei. Die sind, also normalerweise trägt man keine Unterwäsche unter dem Yukata. Gut, Schlüpfer, okay, aber sonst eher weil es soll ja kühlen. Und bei diesen ist es so, da sollte man was drunter tragen, aber sonst wirklich absolut alles sieht. Also so richtig dünne, durchscheinende Baumwolle. Also da muss man beim Yukata-Kampf ein bisschen Augen aufmachen, vorher entfalten, weil was richtig stabil aussieht, wenn es zusammengefaltet ist, wenn man die Hand reinsteckt und es schimmert durch, dann wisst ihr ganz genau, da braucht ihr dann ein Unterkleid drunter oder ein weißes T-Shirt im Notfall. Sonst sieht man wirklich absolut alles. Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen. So, ja, man muss ja auch was an den Schuhen dazu tragen. Das hat man, also ein Bild vorher, weiß ich nicht, aber es kommt nachher noch. Das sind erstmal Geta. Das sind erstmal Holzschuhe mit Zehenriemen. Also Zehenriemen. Und gibt es also in verschiedenen Ausführungen. Meistens sind die aus hellem Holz, hier in diesem Fall ist es ein bisschen formeller. Wobei Geta an sich trägt man nicht zum Kimono, also zum dem, was wir unter Kimono verstehen. Noch muss ich es ja so sagen, am Ende des Vortrags können wir es erstmal anders machen. Weil die sind, also erstmal läuft es sich damit anders. Die sind außer in den Geisha-Varianten, die 10 cm hoch sind, sind die wirklich. Ja, man kann damit schön durch die Gegend watscheln, also aber richtig gut, elegant laufen kann man darauf nicht wirklich, weil die ein bisschen instabil sind durch diese zwei Balken unten runter. Und Männer- und Frauenvarianten, das ist meistens, also Frauenvarianten sind meistens ein bisschen runder an den Ecken und natürlich kleiner. Männervarianten sind eher rechteckiger und auch bei den Farben, aber muss nicht sein. Also es gibt auch Männer, die helle Geta tragen. Ja, und also die trägt man hauptsächlich zu dem Yukata, niemals zum Kimono, das ist ein absolutes Fauxpas, wenn man es zum Kimono trägt, deswegen sind die halt nicht formell. So. Zweite Variante von Schuhen, Sori, die muss man zum Kimono tragen, weil westliche Schuhe zum Kimono passt schon mal gar nicht. Obwohl jetzt Designer heutzutage auf die dümmsten Ideen kommen, das auch doch zu vermischen. Das Modell, was man hier sehen kann, das ist ein Frauenmodell aus Stoff. Die sind verhältnismäßig flach. Wie gesagt, es gibt in Kyoto unter den Geishas gibt es einige Abarten, die dann schon mal wirklich 10-20 cm hoch sein können und dann auch aus Holz sind. Aber das ist nun wirklich die Ausnahme eigentlich. Das Material ist biegsam, damit man gut damit laufen kann. Also es passt sich dem Fuß sehr gut an. Und es hat in diesem Fall, also meistens hat es einen Keilabsatz. Es gibt aber auch, also meine jetzt, sind ganz flach. Das ist das, was wir im Westen bekommen. Also können das alle sehen? Okay.
Wenn jemand sich für diese Schuhe interessiert, der japanische Laden hinten hat auch noch welche. Ja, und da ist, also während Geta wirklich ausschließlich aus Holz sind, gibt es bei Sori Varianten aus Stroh, aus Stoff, was hier ist. Also Stoff klingt ja immer sehr weich, aber in dem Fall ist wirklich mehrmals imprägnierter Stoff und zusammengenäht und ist dann wirklich, das ist wirklich stabil. Also da kann man, ist es biegsam, aber stabil. Ja, neuerdings auch aus Plastik und Gummi. Das ist dann etwas die billigere Variante. Aber auch zu, also es gibt auch gute aus Plastik. Aber aus Gründen der Optik empfehle ich die ersten drei Varianten. So, was jetzt mit Stroh gemeint ist, kann man hier sehen. Rechts unten. Das ist die Art von Sori, die seit jeher in Japan getragen wurde. Da gibt es auch heute noch viele, die das selber, also da sieht man, die Leute sitzen dann auf dem Boden mit den Stroh Querfäden an den Füßen und flechten dann sich ihre eigenen Sori. Also die werden auch heute noch getragen. Es ist nicht irgendwie ein Relikt aus alter Zeit. Es ist je nachdem, an welcher Region man ist. Also solche Schuhe kann man also in Hokkaido wahrscheinlich eher weniger antreffen und dann eher im Süden. Aber die werden wirklich noch getragen. Dann rechts oben aus Holz, die ja, Variante, die man zum Kimono eher trägt. Links oben aus Plastik. Sind für jeden bezahlbar, aber das merkt man auch in der Optik. Die gibt es auch in mehreren, also in schwarzen, mit schwarzen Riemen, mit roten Riemen. Und die links unten, das ist so die Varianten, also das ist eigentlich das, was Männer tragen an Sori, weil die haben diese Tatami-Oberfläche aus Stroh, haben aber entweder eine Sohle aus Gummi oder aus Plastik, je nachdem, was man da, also meine aus Plastik, die sind hier aus Gummi. Und die haben aber, was man gut hier an bunten Schichten sehen kann, dass es trotzdem einen Keilabsatz hat. So, um so getragen zu können, braucht man Tabi. Ich habe auch heute Tabi an. Das sieht dann, an dem Fuß sieht das dann so aus. Kann man das sehen? Und daher, da gab es dann mal so eine Geschichte, dass etwas ältere Personen in Deutschland der Meinung sind, dass Japaner nur zwei Zehen hätten. Das rührt daher, dass auf den meisten Filmen, die aus Japan nach Europa gekommen sind, die Leute solche Schuhe anhaben, solche Socken, weil zum Kimono kann man keine anderen Socken anziehen. Und weil halt hauptsächlich, und den Leuten wurde ja nicht erklärt, was da für ein Hintergrund dahinter steckt, dass man nämlich nur mit dieser Art von Schuh, von Socke, die Schuhe entsprechend tragen kann. Also sonst die Zehenriemen nicht wirklich dazwischen passen. Also ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal ausprobiert hat oder mal ausprobieren wird, mit westlichen Socken solche Schuhe zu tragen. Das ist ein unerträglicher Zustand, weil es einfach, ja, der Raum ist nicht da und das scheuert und also es ist wirklich sehr, sehr praktisch. Hat auch noch einen zweiten Vorteil bei den Japanern, die laufen ja bei sich zu Hause barfuß oder halt in Socken. Und mit europäischen Socken, die sind in 0, nichts mit Löchern durchgescheuert, weil europäische Socken sind gestrickt. Japanische Socken sind genäht, und zwar aus nähbarem Material. Das ist wirklich, das gibt nicht nach. Also auch diese Socken kann man, wenn man die jetzt unbedingt anfassen will und nicht unbedingt an meinen Füßen, auch im Händlerraum gibt es die. Also wenn man jetzt aus reinen Anschauungszwecken natürlich nicht hört. Die werden an der Seite werden die geschlossen. Mit diesen, das sind ganz feine Plättchen, was man sehen kann, rechts unten, aus Metall. Und die werden dann in diese aus Stoff, so eine Vorrichtung eingesteckt und die passen sich wirklich sehr gut also den Füßen an. Bei uns gibt es ja Socken nur in, ja sag ich mal, im Großladen so zwischen Größe 38 und 42. Das gibt es in Japan gar nicht. Die werden auf halbe Schuhgrößen genau verkauft. Da kann man, also bei mir, in meinem Fall war das so, ich habe sie eine halbe Schuhgröße größer gekauft und sie dann durchs Waschen einlaufen lassen. Weil die haben den Nachteil, die laufen durchs Waschen extrem ein. Halt weil sie genäht sind und nicht gestrickt. Und die Sohle ist doppelt. Und das hat wirklich diesen riesen Vorteil, dass wenn man in Japan barfuß läuft, man fast wie auf einem Schuh läuft. Also sehr stabil und wenn jetzt der Boden kalt zum Beispiel ist, dann hat man halt diese doppelte Sohlenschicht. Ja, also hier sind sie in weiß. Frauen tragen sie auch überwiegend in weiß. Es gibt sie aber auch in schwarz, was bei Männern hauptsächlich vorkommt. Es gibt sie aber auch in hellblau, dunkelblau, also ziemlich viele Blauvarianten, was auch hauptsächlich Männer bevorzugen, aber manche Frauen machen sich einen Spaß draus, die in Blau anzuziehen, um gegen die bestehende Kleidungsordnung aufzubegehren. Gut, ja, also jetzt haben wir die Schuhe und die Socken. Jetzt kommt ein Kleidungsstück, was sehr viele nicht kennen dürften, obwohl es auch in Anime vorkommt, das Katagino.
ist ein Teil des Kamishimo, Kamishimo oben unten, das ist der Bereich oben. Das gibt es seit der Samurai-Zeit, wird aber heutzutage eigentlich nicht mehr getragen, weil heutzutage der westliche Anzug sogar im Kaiserhaus modern geworden ist. Und diese Flügel betonen die breiten Schultern des Mannes und daher ja, Statussymbol seit der Samurai-Zeit ist das gebräuchlich. Und hauptsächlich aus also sehr, sehr festen Stoff genäht, sodass man das wirklich absteht. Also das ist jetzt nicht ein Trick vom Foto. Und heutzutage kann das absolut jeder tragen. Wie gesagt, sehr, sehr selten. Also sieht man kaum noch. So, das dürfte schon eher bekannt sein. Das ist den Kampfsportlern unter euch eventuell bekannt. Das Hakama. Hier ist ein Ausschnitt aus Roni Kenshin. Der trägt das nämlich ständig. Da sollten wir heute eigentlich auch noch ein Live-Modell haben. Weiß ich noch nicht, ob er jetzt schon wach ist. Also, aber eigentlich er hat dazu gesagt, vorbeizukommen. Also hier läuft ein junger Mann rum, mit der ein selbstgenähtes Hakama dabei hat. Sehr, sehr weite Beine. Also wenn die Leute mit dem Hakama laufen, das sieht fast aus, als ob sie einen Rock hätten. Deswegen auch Hosenrock genannt. Aber mit Rock hat das nichts gemein. Das sind wirklich zwei getrennte Beine. Und dieser Stoff vom Hakama ist sehr, sehr schwer. Also wenn man das anhat, das schleppt schon so richtig. Und das ist ein ganz besonderes Tragegefühl. Auch weil es genäht ist und nicht also aus so dehnbarem Stoff ist, sondern es ist wirklich ein sehr steifer Stoff. Hauptsächlich von Männern getragen, aber eine Ausnahme gibt es, und zwar, was man auch bei Sailor Moon sehen kann, gibt es eine Folge, oder eigentlich öfters, die Reihino hat ja in dem Tempel von ihrem Opa arbeitet sie, und da hat sie die Funktion der Schreinjungfrau, oder auch Miko genannt. Und dort tragen die Frauen diese Hosen in Rot. Aus welchen Gründen auch immer. Aber auf jeden Fall ist es die einzige Ausnahme. Normalerweise kann man nur im Kampfsport, wirklich durchweg durch alle Kampfsportarten, aber hauptsächlich von Männern getragen. Ach ja, noch ein Hinweis, der wird über dem Kimono getragen. Hat, was man eventuell sehen kann, unter dem rechten Ärmel befindet sich ein Schlitz. Und dort lugt so ein bisschen noch pinkfarbener Kimono hervor. Also der ist oben, auch diese Schleife, diese auffällige Schleife, der wird, also hat ein Vorder- und ein Rückenteil, die werden miteinander durch Bänder verbunden. Und das ist wirklich so oben so weit gedacht, dass man das über den Kimono rüberziehen kann. Hallo Berthe. Ist die Schwäche? So, dann eine ganz kleine Besonderheit noch bei Hakama. Die haben ja Falten vorne drin. Und in Kampfsportkreisen, also wirklich ausschließlich in Kampfsportkreisen, assoziiert man die Falten mit den Eigenschaften und Tugenden des Samurai. Also Güte, Gerechtigkeit, Höflichkeit, Weisheit oder Intelligenz, Aufrichtigkeit, Loyalität und Ehre oder Respekt. Gut, das ist bei normalen Leuten, die den Hakama tragen, die denken im Normalfall nicht daran, was die Falten symbolisieren. Es gibt auch Hakama, die deutlich mehr Weite haben und deswegen auch mehr als 7 Falten haben. Aber in Kampfsportkreisen ist das so ein kleines Ideal, wenn man Hakama trägt. Ja, kommen wir zum Haori. Da bin ich ganz besonders stolz. Heute habe ich ein aus Japan mitgebracht, Seide. Also Dufyong-Seide. Seide normalerweise ist ja sehr rubberig. Ja, so sieht das aus, wenn man es anzieht. Es hat auch einen kurzen Ärmel, der ist aber unten vernäht, was man auf dem Foto nicht gut sehen kann. Er hat nur hier diesen Armausschnitt und unten ist der vernäht. Das ist sehr, sehr praktisch. Wenn man den über einem Yukata anhat, kann man hier in dieser Tasche seine Utensilien bei sich führen, quasi Geldbörse und sowas. Das ist wirklich, der Stoff hält das auch aus, also er scheuert nicht durch. Und im Gegensatz zu anderen Kurzjacken, es gibt ja mehrere Kurzjacken-Varianten, wird der halt vorne geschlossen, was man dort auch nicht sehen kann, hier mit so einem Band. Und da sieht man halt so ein bisschen auch den Kimono durch, oder den Yukata, wenn man einen drunter hat. Bei den anderen Jacken, die werden an der Seite geschlossen. Ja, Haori, also früher reines Männergewand, heutzutage auch immer mehr von, wie traditionelle Kleidung, also heutzutage hauptsächlich von Frauen getragen. Früher, also ganz früher, als der Haori entstanden ist, war er gefüttert. Und zwar richtig dick, teilweise mit Wolle, weil man den über den Yukata oder Kimono getragen hat, wenn er kalt war. Also heutzutage gibt es dann auch Varianten, die etwas leichter sind für den Sommer, je nachdem wie man... Also da gibt es hier in diesem Fall zum Beispiel, ist das Futter noch bestickt, ist aber eigentlich
sehr dekadent, weil das Futter sieht man, wie auch hier sieht man eigentlich beim Tragen nicht. Das ist wirklich nur, wenn man es aufbewahrt, dann kann man es sehen. Ja, also, und wie ich vorhin schon gezeigt habe, ist der Hauri gefüttert. So, das ist eine besondere Besonderheit. Es taucht wirklich sehr, sehr, sehr selten auf. Für diejenigen, die eventuell verfolgt haben, wie die Kronprinzessin ins Amt eingeführt wurde, da hatte sie auch so ein Gewand an. Es ist keine alltägliche Sache, weil es sehr, sehr schwer. Also Juni ist 12 und Junito ist 12 Schichten. Und es müssen nicht unbedingt 12 Schichten sein, aber es sind doch sehr, sehr viele Lagen und es wird sehr schwer. Und man sieht es unten, es schleppt über den Boden, man kann damit nicht wirklich gut laufen. Und es ist hauptsächlich am Kaiserhof gebräuchlich. Und heutzutage kann man das sehen halt. Bei Hofzeremonien kommt es auch öfters noch. Oder was etwas alltäglicher ist, aber dann natürlich nicht an Menschen, bei den Hina-Puppen. Dann gibt es ja diesen Hina-Feiertag in Japan am 3.3. Und die Hina-Puppen haben wirklich sehr, sehr viele Kleidungsschichten, teilweise auch wirklich aus Brokat übereinander. Und das Prinzip von den Hina-Puppen, das ist dieses Junihito. So, das ist sehr, sehr wichtig. Da ohne Obi kommt man da nicht weit, weder bei Yukata noch bei Kimono. Das ist auch aus einem Anime, dieses Bild. Normaler, also es hängt davon ab, die Breite und die Länge hängt davon ab, ob man Mann oder Frau ist. Bei Männern generell kürzer und dünner. Bei Frauen natürlich kann wirklich sehr, sehr breit sein. Und auffällig. Und die Länge allerdings nicht nur auf Mann oder Frau abhängig, sondern auch vom Alter. Jüngere Leute haben, weil sie zum Beispiel Schleifen auf dem Rücken binden oder Schmetterlinge, da braucht man mehr Material und da ist es dann wirklich, da kann es dann wirklich lang sein. Und alleine ein Obi zu binden, das ist eine wirklich wahnsinnig schwere Sache. Japaner können heutzutage sowieso kaum noch ihre Kleidung selber, also japanische Kleidung kaum noch selber anziehen, weil es sehr unpraktisch ist und weil es heutzutage nicht mehr so den alltäglichen Wert hat. Und es ist teilweise der Beruf des Kimono-Anziehers, den das eigentlich schon wirklich Jahrhunderte gibt, der hat sich bis heute erhalten, weil man für formelle Anlässe, Hochzeiten und so weiter, braucht man halt trotzdem noch den Kimono. Und deswegen, ja, Hilfe ist wirklich, gerade wenn es sehr, sehr viel schwere Lagen übereinander sind, unbedingt notwendig, ist äußerst teuer. Also wenn man wirklich ein gutes Stück hat, weil auch sehr alte Obi noch erhalten sind, wenn man ein gutes Stück hat, kann man fast so rechnen, der Obi die Hälfte von dem, was man ansonsten für alle anderen Kleidungsschichten benötigt am Preis. Ja. Aber auch wie gesagt, bei Männern schlicht, einfarbig, kurz, da kann das auch schon wirklich mit 20 Euro losgehen. Also das ist wieder eine ganz andere Dimension. Was man über dem Obi hier sehen kann, dieses Band, das sehen wir jetzt auch gleich nochmal. Also achten. So. Das sind noch ein paar Obi, wenn man die auf Ständern hält. Unten, die liegen, das sind Männer-Obi, für wirklich deutlich schlichter. Und die Obi, die man unten links und unten Mitte sehen kann, das ist wirklich Brokat mit Goldfaden. Dieses helle, das ist Goldfaden. Das ist wirklich Goldfaden. Das macht auch diesen Preis aus. Ja, Obi-Zubehör, was darunter kommt. Was wir gleich sehen werden, dient hauptsächlich der Polsterung, auch der Dekoration und dass der Obi nicht so doll rutschen kann. Was ich damit meine, und zwar, also auf dem linken Bild, ziemlich weit oben, sieht man so ein Ding, das aussieht wie so ein Kopfpolster. Das kommt daher, dass Japaner ja äußerst zierlich sind und ein Kimono aber eigentlich eher röhrenförmig geschnitten. Und das ist unerwünscht, dass der Kimono Falten wirft. Deswegen, wenn man sehr zierlich ist, kann es passieren, dass man extrem im Rücken und am Bauch ausgestopft wird, damit diese Form beibehalten werden kann. Und dazu kommen unterschiedliche von diesen Polsterungen zum Einsatz. Unter anderem aber auch, also wenn man jetzt die Polsterung anhat, auf dem rechten Bild oben, die so etwas volantförmig geschnittenen Teile, die kommen da drüber. Machen auch, also sind auch durch die Polsterung, also durch die dicke Polster, die noch nach und sorgen auch dafür, dass der Obi besser hält. Was wir im linken Bild noch sehen, diese Schnüre, Kaminimo nennt man das. Das sind ja eigentlich Zierkordel, die
tragen eigentlich wesentlich zum Hype des Omi nicht bei. Die sind wirklich reiner Schmuck. Die gibt es so als Schnur, so wie links, und als Wurst oder als geflochtenes Band, so wie rechts. Das ist wirklich vom Geschmack, von der Farbe abhängig, also was man da gerne trägt. Auf dem rechten Bild sieht man noch so gefaltete Stoffstücke. Das sind keine für unter den Obi-Zubehör, sondern das sind Kragen. Bei sehr teuren Kimono, die muss man davor schützen, dass sie mit der Haut Berührung bekommen an der Kragenseite, weil im Kragen schützt man sie oft. Und da werden, bevor man den Kimono anzieht, werden Kragen mit Heftstichen angenäht und nach dem Tragen wieder entfernt zum Waschen. Das hat wirklich nur eine einmalige Tragefunktion. Die sind auch meistens aus Baumwolle und werden gewaschen. Standardmäßig sind sie weiß, gibt es aber, wie man sehen kann, auch in anderen Farben. Das soll ja auch zum Kimono passen. So, ohne die geht es auch nicht. Weil, wie gesagt, Kimono wurde früher zum Waschen komplett auseinandergenommen. Der Kimono wurde aufgetrennt, gewaschen und neu zusammengenäht. Das ist eine Riesenarbeit, zeitaufwendig, geldaufwendig und so weiter. Heutzutage kann man sich das oft sparen, wenn man es jetzt zum Beispiel chemisch reinigen lässt. Was man aber trotzdem vermeiden sollte, ist Schweiß und Schmutz und Hautfett an die Kleidung zu lassen. Wenn man das, wie man diese Prinzipien beherzigt, kann man ein Kimono wirklich Jahrhunderte, wenn man ihn gut pflegt, behalten. Weil die Zersetzung des Stoffes durch diese chemischen Vorgänge begünstigt wird. Um das zu vermeiden, hat man Unterkleidung. Unterkleidung ist erstmal in erster Linie die, im rechten Bild, die Hada-Juba, Hada irgendwie heißt Haut. Und das darunter, unter dem Oberteil, das ist quasi wie so ein Wickelrock, so von dem Prinzip her. Das ist die erste Schicht. Wenn man jetzt etwas formeller ist und man den weißen, also etwas Untergewänder durchblitzen lassen möchte an den Schichten, zieht man noch das linke noch dazu an. So, da ist unser Yukata. Ja, gibt's so ein bisschen Mute? Ich habe einen Zwang. Ja, also, wie ich schon gesagt hatte, bei Männern alles etwas schlichter, etwas dezentere Farben, und der Obi ist auch etwas dünner. Dann sagt man, trägt man nicht dazu. Genau, sagen wir schon gerne. Kannst du dich mal drehen, dass sie den nicht gesehen hat? Bei Männern ist es auch im Rücken bindungsschlichter. Das geht auch sehr, sehr schnell mit dem Binden. Und er hat Plastik-Sori an, die wir vorhin schon gesehen haben. Ja. Kannst du ihn mal hochhalten? Seine Haaren ist aus Plastik, seine Haaren sind kein Absatz, den ich vorhin erwähnt habe. Im Gegensatz zu denen aus Plastik, die meistens also flach sind. Ja. Vor allem ist dazu zu sagen, dass sie zu groß für mich sind. Normalerweise, wenn man sowas trägt, dann sollte hier hinten, sollten die höchstens bis hier gehen. Danke. Na? Ja, also das linke ist auch wieder aus ganz, ganz dünne Baumwolle, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. 32. Weil es soll ja nicht auftragen, weil der Kimono drüber, der ist sowieso schwer und der ist sowieso luftfast undurchlässig und man schwitzt sowieso. Deswegen sollte die Unterkleidung möglichst unauffällig und dünn sein. Also ohne die geht es wirklich bei Kimono schon mal gar nicht. Bei Yukata geht das. Es sei denn, es sind diese ganz dünn. Aber bei Kimono sollte man es aus Rücksicht auf seinen teuren Kimono nicht tun. Weil Kimono wirklich, wirklich teuer sind. Also das nicht einfach mal so, ich gehe jetzt in den Laden und kaufe mir einen, sondern also mit 12.500 Euro für einen kann man schon ganz locker rechnen. Nach oben ist natürlich keine Grenze, wie immer. So, was jetzt etwas schwierig zu erklären wird, weil da kann, also ich habe wirklich gesucht, aus Anime Beispiele zu finden, das ist etwas schwierig. Das sind die Kimono-Arten. Also was ich vorhin schon erwähnt habe, dass die Japaner mit Kimono den Kosode meinen. Kosode heißt eigentlich kurzer Ärmel. Das heißt, alles, was ihr jetzt an Formen vorgestellt bekommt, nur mit kurzen Ärmeln. Das ist das, was Japaner damit meinen. Also Kuro-Tomisode und Iyo-Tomisode. Kuro heißt schwarz, Iyo ist farbig. Tomisode ist generell sehr, sehr formell. Das ist hauptsächlich für verheiratete Frauen. Und der Tomisode hat fünf Stellen am oberen Bereich des Kimonos, das Familienwappen, aufgedruckt oder eigentlich aufgestickt, je nachdem,
ob das extra in Auftrag gegeben wurde. Also es gibt, ein Kimono wird aus einem Ballenstoff genäht. Deswegen sind Kimono in Übergrößen wirklich äußerst teuer und eigentlich nicht zu kriegen. Also wenn man jetzt speziell das anfertigen lässt, diesen Stoffballen, dann kann man das Familienwappen schon mit einweben lassen oder einfärben. Ansonsten muss man das aufstücken. Gut, das geht auch. Also ich meine, bei 12.500 Euro, da macht dann, weiß ich nicht, die 300 Euro fürs Aufsticken machen eigentlich auch keinen großen Unterschied mehr. Die Turmesode-Ärmel sind sehr kurz und schmal geschnitten. Und weil es wird betrachtet, dass es unschicklich ist für eine verheiratete Frau mit ihren Ärmeln zu wackeln. Und die Hauptsache bei dem Turmesode ist der Kontrast zwischen schwarzen Oberkimono und weißen Unterkimono. Also der ist nicht komplett schwarz, sondern er hat einfarbiges Muster und ist wirklich sehr dezent und zurückhaltend. Dann haben wir das Uchikake. Das ist ein Übergewand, auch aus Brokat, sehr, sehr schwer. Und heutzutage trägt man das nicht einfach so über den Kimono, sondern einfach wirklich hauptsächlich bei Hochzeitsbekleidung. Ich hatte da auch ein Beispiel. Also das gibt es seit der Edo-Zeit und es ist eine ist überbodenlang, es schleift und es wurde früher von den Kriegerfrauen oder von den Adligen getragen und heutzutage ist es halt wirklich nur noch Brautkleidung und es gibt spezielle Obi, die darüber getragen werden können, damit das nicht rutscht. So. Achso, und sie sind auch noch doppelt gefüttert, einmal die normale Futterschicht und innen drin nochmal quasi wattiert mit Baumwolle. Daher auch diese Schwere. So, das nächste ist Chiromuku. Chiro ist weiß. Das ist ein Kimono, der komplett weiß ist, sämtliche Lagen. Muku heißt rein und das soll halt die Reinheit der Braut symbolisieren, wenn sie in die Familie ihres Mannes aufgenommen wird. Und es wurde dann geglaubt, dass eine Frau, die zu ihrer Hochzeit in bunter Kleidung angetreten ist, dass ihr Herz schon vergeben ist. Deswegen wahrscheinlich auch in Deutschland der Brauch, mit weißen Hochzeitskleidern zu heiraten. Also halt diese Symbolik, weiß, unschuldig und so weiter. Und der ist zwar weiß, dieser Kimono, aber der ist bestickt oder gewebt und hat so ein Brokatwebmuster, was sehr, sehr oft Chrysanthemen in allen möglichen Varianten hat. Und diese Chrysanthemen-Bestickung symbolisiert das Glück und eine hoffentlich gute Zukunft und so weiter. Also halt wirklich alles symbolisch. Und das nächste, der Furisode, gehört zu einer unverheirateten Frau. Der hat sehr lange Ärmel, die gehen fast bis zum Boden, also wir werden dafür nachher Beispiele sehen. Ist sehr bestickt oder bedruckt, bunt, wirklich, also eine Grundfarbe natürlich, aber bunte Muster und Bilder, teilweise richtig Bilder und Szenen und manchmal auch Pflanzen als Symbol, also ist wirklich teuer hauptsächlich. Und die Nähte sind irgendwie doppelt genäht. Auch aufgrund der Länge der Ärmel. Normalerweise man näht die Nähte nur zusammen und gut ist. Und bei denen sind die Nähte doppelt. Also einmal nur zusammengenäht und dann nochmal an den Stoff dran, sodass es alles flach anliegt. Und es kann also passieren, dass so ein Ärmel von einem Furisode locker mal einen Meter übersteigt in der Länge. Und wenn man dann, das weht dann richtig hinter einen her. Und diese werden sehr oft angezogen, zum Beispiel zu dieser Volljährigkeitszeremonie, weil das so eine Gelegenheit ist, um einen sehr formellen Kimono zu tragen und sonst stören lange Ärmel ja eher nicht. Das nächste, Homonki. Das Homon bedeutet besuchen und Gi heißt tragen. Und es ist auch wieder ein formeller Kimono, der von verheirateten oder von alleinstehenden Frauen getragen werden kann,
wenn sie Leute besuchen gehen. Also es gibt eigentlich für fast jede Gelegenheit einen eigenen Kimono-Typ. Es ist wirklich, also der Kimono passt sich dem Alter an, der Kimono passt sich dem Stand an, also verheiratet oder ledig, hauptsächlich durch die Schlichtheit oder eben durch das auffällige Design, passt sich aber auch der Gelegenheit an. Also es gibt wirklich Gelegenheiten, jetzt zum Beispiel der Hochzeitskimono, der nur zu bestimmten Gelegenheiten getragen wird. Und die Homogen-Kimono sind meistens mit einem kontrastfarbigen Stoff gefüttert und die Ärmellänge ist zwischen 55 und 70 cm. So, also auch wieder abhängig, ob verheiratet oder nicht. Mit der lange Ärmel ist unschicklich vielleicht. Und da gibt es auch einen speziellen, einen Obi, der auch wieder doppelfarbig ist, den man dazu tragen kann. Und ja, natürlich die volle Ausstattung an Zierrat dazu. So, der Mofuku ist eigentlich, heißt das Guten Morgenanzug, mehr oder weniger. Hat ebenfalls die fünf Familienwappen auf dem Kimono verteilt. Und er ist schwarz. Oder er sollte zumindest schwarz sein. Und das einzige Weiße, was an diesem Kimono ist, sind die Socken und die Familienwappen. Und ja, also deswegen, der ist eigentlich hauptsächlich für innen drin. Also der ist, wenn man selber Besuch empfängt zum Ausgehen, ist zu schlicht dann schon. Ja, gut, und also es gibt halt also Kimono-Typen hauptsächlich nach der Art der Verwendung, aber es gibt auch wirklich Kimono, die benannt sind nach dem Material, also Yuzen ist eine Art, wie man färbt, und dann gibt es Yuzen Kimono. Und dann gibt es noch eine ganz tolle Besonderheit, und zwar in Südjapan haben die ein... In Südjapan haben die ein Kimono, der heißt Jofu Kimono, und damit Jofu meint man eigentlich luftig, und das ist aus Leine. Leine kühlt ja etwas, und die werden wirklich hauptsächlich auf Okinawa getragen, weil dort Temperaturen das ganze Jahr über wirklich sehr warm, also 26 Grad sind die Grundtemperaturen. Das ist auch das Ferienparadies eigentlich für die Japaner, und da macht es wirklich Sinn, ein Kimono aus Leine zu nehmen, auch ungefüttert, aber Leine an sich ist ja sehr schwer und halt, was, also wirklich, es entspricht, wenn man jetzt Unterscheidung hört, also es gibt wahrscheinlich 20, 30 verschiedene Bezeichnungen für Kimono-Arten. Es hängt wirklich ab von Material, von Färbeart, vom Alter und so weiter, vom Anlässen. Also nicht irritieren lassen, das sind hier wirklich nur die allerwichtigsten, die man kennen sollte. Und jetzt mal ein paar Bilder. Also auch hier wieder lange, also junge Personen, lange Ärmel. Ja, jetzt einfach die Bilder wirken lassen. Die Hintergrundinformationen habt ihr jetzt. Auch bei Wish gibt es einen Kimono-Szene. Schwarz und Pommel. Weil entsprechend ruhiger und Grund, also anderer Grundtenor. Da passt auch der Kimono wirklich da. Die Symbolik wird auch weitergenommen. Ja, Männer-Kimono sieht man auch links. Mit Hakama, weiß ich nicht, ob man es gut erkennen kann. Und die Schuhe unten sind auch rechteckig, kann man auch gut erkennen. So, das Rechte kennt wahrscheinlich kaum jemand, das nennt sich Mask of Glass. Und da ist wirklich sehr, sehr viele Kimonos drin. Bei dem linken, ja, guck mal rein. Bei dem linken, das ist noch etwas in der Mitte, so ein schwarzer Bommel. Das ist eine Zierkordel, die gibt es bei schwarzen Überkleidungen in weiß, ansonsten in schwarz. Und es ist halt, gehört zum Männerkimono mit dazu. Aber nur wirklich nur zum Männerkimono. Also wenn Frauen Überkleidung tragen, die tragen dieses Dings in der Mitte nicht dazu. Das ist auch, hat auch wie symbolische Bewandtnis eher. Ja, auch bei so Quichi-Museen wie Kodosha ist auch traditioneller Aspekt mit drin. In diesem Fall wird aber der lange Ärmel verdeckt durch das durch die Oberkleidung. Und hier nochmal alle Bestandteile gut sichtbar auf der linken Seite. Auch der Unterschied zwischen den Schuhen ist auch gut sichtbar. Ja, wenn jetzt noch irgendwelche Fragen sind, dann dürft ihr sie jetzt gerne stellen. Nichts Besonderes? Wirklich nichts?
Und schlussglücklich? Habe ich euch noch eine Frage? Du hast bei der Unterwäsche gesagt, die haben ja Baumwolle gemacht. Ja. Ist Leinen traditionell in Japan bekannt als Material oder nicht? Ist bekannt, wird aber hauptsächlich nur in wärmeren Regionen getragen, weil Leinen ja auch eigentlich eher kühlend ist. Mhm. Und Leinen nicht so gute Saugeigenschaften hat wie Baumwolle. Mhm. Ja. Sonst noch was? Eine Frage zum Hypertal. Ja? Der Gürtel, ist das immer ein Obi oder heißt das dann anders? Immer. Das heißt auch beim Hypertal oben. Das heißt auch beim Hypertal oben. Obi trägt man auch immer dazu. Sollte man. Also, ohne sieht man ja alles drunter. Im Ryokan, wie dieser schmale Gürtel, ist dann auch ein Obi. Du meinst, wenn es im Ryokan ist? Ganz schmal blau. Das ist auch ein Obi. Ich sagte ja schon, der kann von 5 cm bis 34. Das ist immer, wenn man es in der Taille trägt und es die Kleidung zusammenhält, das ist immer ein Obi. Das, was da drüber ist, diese Schnüre, das ist kein Obi mehr, weil es die Kleidung nicht zusammenhält, sondern nur dekorative Funktion hat. Tja, noch welche? Traut euch! Wirklich nichts? Okay, dann... Na, doch. Darf ich mich wieder... Ja? Die okay. Unterschiede zwischen den Obis, zwischen den verschiedenen Altern von Frauen. Kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen vielleicht? Das Übliche halt. Je älter, desto dezenter. Also es sollte in erster Linie zum Kimono passen und farbig und auf, also es gibt bestimmte Vorschriften, bei manchen muss eine bestimmte Art von Obi dazu passen, traditionelle Gründe, aber ansonsten freie Auswahl, es sollte natürlich, also eine Frau, die einen Männer-Obi trägt, das verbietet sich von selbst, also das soll schon, vom Material sollte es auch dazu passen, wenn man jetzt ungeprägten Kimono hat, dann sollte möglichst der Obi auch als Haupttenor schlicht sein. Kann natürlich bunt sein, aber sollte dann halt nicht aus Brokat sein, sondern ein bisschen, es passt sich immer aneinander an. Es soll ein harmonisches Gesamtbild ergeben, wie immer beim Japanischen, nicht wahr? Ja? Das ist halt definiert. Mhm. Okay, ja, gut. Ja, dann vielen Dank und ich hoffe, es war irgendwie noch lehrreich und interessant. Wer den Vortrag haben möchte, kann seine E-Mail-Adresse hinterlassen und ich kann die Bilder dann überlassen.